Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Shadow of the Tomb Raider, zweites DLC, The Pillar, irgend so ein Schöpfungsschild. Und wir sind hier, wer den letzten Teil gesehen hat, weiß, wir haben eigentlich die Prüfung an sich schon geschaffen, doch das Schild war nicht mehr da und jetzt geht es hier die ganze Zeit weiter, ohne ein Lagerfeuer, ohne zu speichern. Wenn ich sterbe, darf ich alles nochmal machen, bis der Prüfung. Und jetzt haben wir hier sowas Blödes, dass ich hier im freien Fall da die Hakenangst dran schwingen muss. Ich habe ja schon im letzten Teil gesagt, wir werden jetzt sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich. Juhu. Jawohl! Und nun? Darüber oder was? Ich nehme es mal an, etwas anderes sehe ich nicht, wo ich hin könnte. Ganz rum, da nehme ich jetzt mal schwer an, dass ich da nicht hin muss. Nee, du hältst dich da nicht fest. Okay. Und das bei dem strömenden Regen. Alles nass, alles glitschig, aber sie schafft es, sich über festzuhalten. Geile Scheiße. Ein Tor. Hier passt doch ein Schild durch. Das muss doch hier sein. Herstellungsrat, okay. Ich habe jetzt mal die Kamera ausgemacht, weil ich nicht weiß, ob jetzt irgendwas passiert, so von wegen Filmsequenz her oder sowas. Ich lasse die jetzt auch mal aus. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Wäre natürlich blöd, weil dieser Teil läuft gerade mal erst 2 Minuten, aber wäre natürlich auch gut, weil ich habe jetzt schon so viel machen müssen. Und ich habe keine Lust zu sterben wegen irgendetwas, was jetzt kommt. Falls ihr was im Hintergrund rauschen hört, ist mein PC. Der steht ja ziemlich mit auf dem Schreibtisch, damit man schön sieht, wie er leuchtet. Ah, ja, super. Ach, hier bin ich. Hä? Tür ist wieder zu. Ich sehe hier niemanden. Ah, ich darf jetzt aber auch meine anderen Waffen benutzen. Das hier ist natürlich ruhig, das ist klar. Ich muss vorsichtig sein, auf jeden Fall. Wir haben ja eben gerade eine Stimme gehört, aber irgendwie. Das wird bestimmt sowas wie eine Arena. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das nochmal funktioniert. Ich glaube, was war jetzt nochmal heilen? F4, F3, F2, F1? Ich weiß nicht mehr. F1 ist heilen. Geil, ich habe davon nur 6 Pflanzen.
Guck an. Da ist eine Sonnenfinsternis. Und hier Feuer, Wasser. Das sind die Katastrophen. Die Säuberung. Kaiser Sinchi Chiqua steht am höchsten Punkt der Stadt. Unter ihm sind Hunderte von Menschen versammelt, zusammengedrängt unter dem Schild. Er erschafft die Welt neu und leitet damit die nächste Ära ein. Und dafür braucht man wohl das Schild. Okay. Um sich und ein paar Leute zu schützen. Warum? Oh! Okay, ich brauch doch was anderes. Toll. Ich habe gedacht, ich könnte das leise machen. Unbekannte Position, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Warum auch immer der eine da eben gerade nicht direkt tot ging. Mir fehlen voll die Munition. Scheiße, ey. Hätte ich das vorher gewusst. Dass ich auch kämpfen muss. Dann hätte ich mich natürlich erstmal voll eingekauft hier. Schriftliche Befehle von Unuratu. Meine furchtlose Koryanka. Die Suche nach dem Schild muss warten. Ezli wurde ergriffen und wird in der alten Kaserne gefangen gehalten. Ich hole ihn mit einem Trupp heraus, aber du musst uns den Weg öffnen. Du kennst dich dort viel besser aus als jede andere Person. Lara Croft, die Fremde, von der ich dir erzählt habe, wird uns ebenfalls helfen. Ich mag sie, Koryanka. Wir können ihr vertrauen. Pass auf dich auf. Schön, dass man mir vertrauen kann. Was jetzt schon wieder? Wie viele gibt es eigentlich von denen? Ja, hier waren wir doch schon einmal. Ah!
irgendwo ein Zugang. Zugang wohin? Die duckt sich halt noch so. Also nehme ich mal an, da kommt auf jeden Fall noch mal was. Okay. Konnte kilometerweit fliegen eben gerade. Ich hüpfe erstmal ein bisschen hier oben herum. Da muss ich bestimmt hin. Okay, scheinbar ist hier aber niemand mehr. Wir gucken jetzt trotzdem noch mal ein bisschen rum wegen anhand von Ressourcen. Gerade um sich hier zu heilen, das ist sehr praktisch. Mach deine Klamotten schmutzig, Baby. Okay, gibt es hier sonst noch etwas? Der Weg ist nun versperrt. Immer noch ein bisschen fett. Da hinten haben wir noch ein paar Pilze. Oh, Stoff. Kann ich natürlich auch gut gebrauchen. Hier oben gibt es nichts. Doch, Holz. Da haben wir noch mehr Holz. Ein Zugang sein. Ja, den Zugang haben wir da schon gefunden. Alles voll. Vom Weiten. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dadurch. Mist, da war keiner. Beschaffen Sie den Schild. Ah, nee. Oh nein! Ah, zurück jetzt nicht mehr. Wow. Oh. Hallo? Wow.
Der wollte gar nicht sterben. Na toll. Okay, vor der nächsten Erweiterung werde ich auf jeden Fall erstmal mich wieder voll kaufen mit Munition. Und die haben ja echt viel ausgehalten gerade. Wäre schön, wenn die mir Munition geben könnten, aber die haben natürlich auch keine Schusswaffen. Da können wir bestimmt nicht durch, oder? Keine Relikte oder sowas, nix. Okay, dann geht es wohl weiter. Achso, Bogen wechseln kann ich nicht. Scheiße. Wahrscheinlich ist der Bogen noch irgendwie zu schwach. Jonah, Koryanka hatte recht. Der Kult hat den Schild tiefer in den Berg gebracht. Koryanka, Lara hat ihn. Der Schild des Ehrenschöpfers. Ich wusste es. Er ist wunderschön. Ich... Verdammt. Na super. Was ist? Hier ist jemand. Ach komm. Toll, der ist alleine. Ach, guck an, das ist doch seine Rüstung hier. Die Legende ist also wahr. Der Schild des Ehrenschöpfers existiert. Obwohl mich der Gedanke schmerzt, darf dieses Wissen Onorato nie zu Ohren kommen. Wenn sie wüsste, dass Tsinchichikwas Schild hier ist, könnte ihr das den erforderlichen Mut geben, um Sairis Stelle einzunehmen. Ich weiß, dass sie bereits Pläne gegen mich schmiedet. Wir sollten gemeinsam um Sairis Tod trauern, als Familie. Stattdessen intrigieren wir gegeneinander. Ich wünschte, es wäre anders. Wirklich. Okay, sei das Amarus Tagebuch. Ach, guck an. Kann man aber nicht kaputt machen. Klein wenig Munition ist natürlich sehr nett. Ich hab wohl keine Wahl. Na, voll ein Kopfschuss, ey. Komm hoch.
Da sind noch mehr. Oh Gott, es hört einfach nicht auf. Ich werde nicht fertig werden mit dieser Prüfung. Es speichert ja die ganze Zeit nicht. Wenn ich sterbe, was ich da alles machen muss, ey, das ist nicht mehr normal. Oh Mann, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. 40 Minuten ohne Speichern. Unfassbar. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder beim nächsten Teil dabei, wenn es wieder heißt Shadow of the Tomb Raider, The Pillar. Und hoffentlich der letzte Teil dann und dass wir es auch schaffen. Ich weiß es nicht, ich will es endlich durchhaben. Ja, wenn es euch gefallen hat bis hierher, Daumen hoch. Wenn ihr neu seid bei mir und es hat euch gefallen, Daumen hoch plus Abo und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder beim anderen Let's Plays von mir. Ich habe ja noch ein paar andere und nebenbei versuche ich natürlich noch andere zu machen. Ja, viel Spaß auf jeden Fall bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und tschüss. Das war von Gameplays als Hobby. Tschüss.